Willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir schauen uns heute mal 5 Smart Home Ideen für eure Wohnung an. Vielleicht ist das ein oder andere Produkt dabei, was ihr noch nicht kennt. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Jetzt geht's los mit dem Video. Ganz viel Spaß. Wir beginnen mit einem Produkt, das ihr jetzt auf den ersten Blick noch gar nicht sehen könnt. Alexa, Balkon an. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier eine smarte Outdoor-WLAN-Steckdose im Einsatz von der Firma Meros. Ich verlinke die, wie gesagt, beziehungsweise alle Produkte natürlich in der Videobeschreibung. Wir schauen uns jetzt aber erstmal an, was sie denn besonders macht. Klar, zum einen, ihr könnt die Outdoor verwenden, die ist wassergeschützt, kann natürlich nicht nur für den Balkon verwendet werden, genauso auch im Garten. Und ich finde, eine Beleuchtung entweder auf einem Balkon oder im Garten macht natürlich schon einiges her. Außerdem hat die smarte WLAN-Steckdose 2 Schaltausgänge, die auch einzeln in der App angesteuert werden können. Und das Ganze ist sogar HomeKit-fähig. Das heißt, ihr könnt es auch ganz einfach über Siri oder in euer Apple HomeKit eben implementieren. Und es funktioniert wirklich komplett zuverlässig und ohne Verzögerung, wie ihr sehen könntet. Zum einen auslösbar, wie gesagt, über Sprache, zum anderen auslösbar über App. Oder die dritte Möglichkeit, falls ihr das Ganze sogar ohne WLAN betreiben wollt, gibt es natürlich auch manuell noch einen Schalter. Und das Schöne ist jetzt dran, dass wenn ihr den Schalter betätigt, ist es nicht so, dass ihr danach irgendwie keine WLAN-Verbindung mehr hättet oder sonstiges, dass man den dann wieder erstmal umswitchen müsste. Nein, dieser Schalter ist im Prinzip genau derselbe Trigger, wie wenn ihr das Ganze über WLAN ansteuert. Das heißt, selbst wenn ich das jetzt hier manuell ausmache, kann ich trotzdem sagen, Alexa, Balkon an. Und das Ganze funktioniert, wie ihr sehen könnt, ohne Verzögerung. Wirklich klasse Produkt, absolute Empfehlung. Weiter geht es, wie ihr gerade schon sehen konntet, mit einem smarten Türschloss. Und zwar habe ich hier das WeLock im Einsatz. Prinzipiell ist das Ganze auch noch per App steuerbar, also es ist kein WLAN-fähiges Türschloss. Lediglich per Bluetooth, Zahlencode oder was das Coolste an dem Ganzen ist, ist eben diese NFC-Chipkarte. 3 Stück an der Zahl werden da mitgeliefert. Jeder sozusagen im Haushalt kann so ein Ding haben. Und damit kommt man ganz einfach in die eigenen 4 Wände sozusagen rein. Ohne jedes Mal hier den richtigen Schlüssel raussuchen zu müssen. Dieses Ding sieht man direkt am Schlüsselbund, zack, einfach hinhalten und fertig. Das Teil ist auch relativ safe, finde ich, dadurch, dass es eben nicht per WLAN verbunden ist. Das heißt, es ist eigentlich nicht von extern hackbar, wenn dann eben, wenn sich hier jemand hinstellt und irgendwie den Bluetooth-Code knackt, keine Ahnung. Klar, es gibt, wie gesagt, auch noch einen 6-stelligen Zahlencode, den man verwenden kann für den Notfall, wenn man mal seine Chipkarte nicht dabei hat oder wenn man mal nur kurz den Müll runterbringt und ja, seinen Schlüssel nicht dabei hat, dann ist das Ganze so eben auch easy verwendbar. Ich finde es eine richtig coole Sache. Selbst wenn das Ganze jetzt irgendwie von außen aufgebrochen werden würde, kommt man trotzdem nicht rein, denn das Ganze funktioniert über einen Elektromagneten, der sozusagen ja das Ganze sonst durchdrehen lässt. Also ich kann das euch mal gerade zeigen. Ihr seht es hier, kann es drehen, da tut sich nichts. Erst wenn da wirklich der richtige Code eingestellt ist, beziehungsweise die NFC-Chipkarte den Code freigeschaltet hat, dann greift das Ganze über den Elektromagneten und erst dann lässt sich der Zylinder auch bewegen. Zusätzlich hat man jetzt eben von innen hier das Gegenstück, womit man auch die Tür aufmachen kann oder eben halt auch komplett abschließen. Ja? Und das ist eigentlich, wie gesagt, eine richtig coole, smarte Lösung. Kostenpunkt hier, ich glaube um die 130 Euro auf Amazon, ist definitiv günstiger als einige Konkurrenzmodelle. Wie gesagt, keine WLAN-Anbindung, aber finde ich in dem Punkt sogar eigentlich einen Vorteil. Die App finde ich extrem schlecht, die könnt ihr knicken, aber wenn man sich das einmal durchgekämpft hat und das Ganze dann eingerichtet hat, dann braucht man die ja theoretisch auch nie wieder. Das Teil wird mit 2 AAA-Batterien betrieben und da gibt es auch eine Warnung rechtzeitig, wenn das dann irgendwann mal leer gehen sollte. Irgendwie einen Monat davor warnt es einen, dass man die halt mal tauschen sollte. Von dem her ist man da eigentlich auch hier auf der sicheren Seite. Und ja, seit wir das Teil installiert haben, ist es definitiv eine Erleichterung im Alltag. Abschließend kommen wir zu einem Gerät, das anfangs gar nicht mal so gut bei der Community ankam, und zwar der Echo Show 15. Ihr seht es, bei mir nennt sich das Ganze Echo Show Frame. Ich verstehe auch nicht, warum sie das nicht so genannt haben, denn im Prinzip handelt es sich hier ja um Amazons neuesten Sprachassistenten in Bilderrahmendesign, was ich an sich schon mal super cool finde. Ich finde, das Ding sieht an der Wand optisch 10 von 10 wirklich aus. Jeder, der hier auch zu Besuch ist, sagt, wow, was ist denn das für ein cooles Teil? Und im Prinzip verwenden wir den Echo Show 15
um unsere Smart Home Geräte drüber zu steuern. Ihr seht, Balkon ein und wieder aus, klar. An sich gibt es hier eine ganze Liste, aber genauso auch sehen wir immer, was müssen wir einkaufen. Die Alexa App haben wir dann beide auch auf den Smartphones, dementsprechend ist das auch immer im selben Account synchronisiert. Falls einer einkaufen geht, weiß er auch wirklich direkt, was gebraucht wird und was nicht. Und hier hat man das Ganze eben nochmal übersichtlicher dargestellt. Auch Termine kann man sich eintragen. Wir nutzen es aber auch genauso natürlich als kleine Musikzentrale, denn hier läuft natürlich auch immer Spotify drüber, beziehungsweise eigentlich über all unsere Echos in der Wohnung. Aber hier wird dann einfach immer noch schön das Cover währenddessen angezeigt, was natürlich auch eine super coole Sache ist und macht einfach optisch was her. Letzte Option, wie man das Ganze auch noch verwenden kann, ist natürlich naheliegend als digitaler Bilderrahmen, beziehungsweise ist gar nicht die letzte Option. Ihr könntet hier drüber auch noch über die Kamera Videotelefonie betreiben mit Freunden, aber da nutzen wir das Ganze jetzt eigentlich nicht. Deswegen haben wir hier immer diesen mechanischen Schalter davor, um nochmal kurz drauf zurückzukommen. Wie gesagt, es ist auch möglich, hier einen digitalen Bilderrahmen eben darzustellen. Entweder mit irgendwelchen random Fotos kann man einen Bereich wählen, beispielsweise Reisen, und dann kommen da viele Eindrücke aus verschiedenen Städten, sind immer tolle Bilder dabei. Oder man nimmt da tatsächlich seine eigenen Bilder aus der Galerie, synchronisiert das Ganze über die App und schon werden da die Bilder aus dem letzten Urlaub angezeigt. Also es ist wirklich eine tolle Sache, für mich definitiv der beste Echo. Ich verstehe auch gar nicht, warum der so schlecht ankam. Einziger Kritikpunkt, den ich vielleicht sagen würde, die Software ist wirklich immer noch eigentlich katastrophal so, wenn man hier wirklich viel dran bedienen würde. Aber da wir hier an sich eigentlich nur die Smart Home Geräte steuern, stört uns das nicht. Alles andere funktioniert dann über andere Geräte sozusagen oder eben über Sprache, wie man mit dem Teil hier interagiert. Aber ihr seht es jetzt beispielsweise, wenn ich hier runterziehe, das ging jetzt sogar relativ schnell gerade. Bilderrahmen, okay, das ging jetzt auch recht schnell. Vorführeffekt. Normalerweise hängt das immer mal wieder ein bisschen. Das verstehe ich nicht, dass sie da nicht einfach mal einen schnelleren Prozessor machen. Denn das ist so gefühlt, eine kleine Kinderkrankheit oder eine kleine Schwachstelle von allen Echo Show Geräten, finde ich. Die Software, die einfach ein bisschen ruckelt und langsam wirkt. Aber hier ging das Ganze jetzt gerade recht zügig. Ja, wie gesagt, Vorführeffekt. Weiter zum nächsten Produkt. Weiter geht's mit dem nächsten Smart Home Produkt. Und da kommen wir zu einem heutzutage fast schon klassischen Produkt im Bereich Smart Home, was gefühlt jeder Haushalt schon hat. Und zwar ein smarter Staubsauger bzw. Wischroboter. Ich selbst verwende hier den MiRobot Vacuum Mop 2 Ultra, nennt er sich, glaube ich, ausgeschrieben. Preislich liegt er aktuell bei unter 700 Euro, ist nicht wenig Geld, keine Frage, aber es ist dennoch ein guter Deal, denn das Ding erledigt wirklich jeden Job 1A und dann noch die integrierte Absaugstation. 45 Tage muss man das Teil nicht anfassen, denn das Ding leert sich natürlich von selbst und das ist schon eine große Klasse. 4000 Pascal. Ansaugleistung ist hier mit am Start. Hindernisse oder Türschwellen von bis zu 2 cm kann das Ding überwinden. Es ist sogar noch eine 3D-Hinderniserkennung mit am Start. Das heißt, auch wenn irgendwelche Objekte vergessen wurden aufzuräumen vor der Reinigung, die werden dann einfach smart umfahren und da verheddert sich nichts. Außerdem besitzt der Roboter noch die Möglichkeit, einen Wassertank anzuklipsen unten sozusagen. Die Wischleistung ist aber definitiv nicht zu vergleichen mit einem Gerät, was wirklich rotierende Wischmops auf der Unterseite hat. Aber ich meine, ganz ehrlich, in Verbindung mit dem Saugen und Nasswischen hinterher noch, erledigt es trotzdem den Job solide. Und einmal im Monat wischen wir hier von Hand noch durch und gut ist. Es ist ein Laserdistanzsensor auf der Oberseite, also in diesem Laserturm verbaut. Der vermisst den Raum wirklich zentimetergenau. Das Ganze ist wirklich super akkurat. Es gibt auch eine Fernsteuerung in der App, dass ihr ihn kurz manuell an einen bestimmten Punkt fahren könntet und so weiter. Es ist sogar eine Sprachintegration über Alexa möglich. Das heißt, ihr könnt über Alexa sagen, startet den Staubsauger und zack, wird eure Wohnung gereinigt oder auch von unterwegs natürlich könnt ihr drauf zugreifen und so weiter. Die klassischen Funktionen, die so ein Staubsauger und Wischroboter heutzutage eben haben sollte. Ich würde sagen, wir machen weiter mit dem nächsten Produkt. Abschließend bringen wir hier noch Licht ins Dunkel mit dem Switchbot Curtain Rod 2. Das ist das neueste Smart Home Produkt, was hier in der Wohnung installiert ist. Da folgt jetzt auch schon nächste Woche noch ein ausführliches Review dazu, wie man das Ganze einrichtet, welche Vorhangstangen da unterstützt werden und so weiter. Es ist die zweite Generation des Switchbot Curtain Rod. Im Prinzip ist es ein kleines Gerät, ein kleiner Roboter, der an die Gardinenstange, an die Vorhangstange einfach montiert wird und den Vorhang sozusagen so auf- und zuschieben kann. Das Ganze funktioniert mit so einer kleinen Remote, wie ich das Ganze gerade hier gemacht habe, oder natürlich eben auch per
App. Es ist wirklich eine super geile Sache, weil man hier auch Zeitpläne hinterlegen kann. Das heißt, wenn man zum Sonnenlicht aufwachen möchte mit einem Wecker, kann man sich am besten natürlich auch so parallel dazu noch wecken lassen, dass dann wieder Tageslicht reinkommt. Wir sind von dem Ding eigentlich mega überzeugt. Ich bin begeistert. Es gab noch ein paar kleine Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger. Der kam vor 1,5 Jahren raus, hat die ganze Smart-Home-Szene hier ein bisschen aufgemischt, da man endlich ja solche Vorhänge eben smart machen konnte. Und ja, jetzt haben sie hier die überarbeitete Version, die eben jegliche Form von Teleskopstangen auch bei den Gardinen eben unterstützt. Und das ist im Prinzip auch schon das, was wirklich der Hauptunterschied ist. Die App ist super zuverlässig. Switchbot hat damals mit solchen kleinen, ja, smarten Schaltern angefangen, die dann praktisch an jegliche Geräte montiert werden konnten und auch irgendeine Kaffeemaschine oder irgendwelche Lichtschalter, die eigentlich gar nicht per WLAN steuerbar waren, plötzlich dann eben über einen Hub und diesen Schalter doch per WLAN ansteuern lassen konnten. Das war deren erstes Produkt. Mittlerweile haben die eine riesige Palette an Smart-Home-Produkten von Sensoren, Kameras, Schaltern und so weiter bis hin eben zu smarten Vorhangsteuerungen. Preislich nicht ganz günstig. 100 Euro circa müsst ihr pro Switchbot Curtain Rod 2 rechnen. Ihr findet auch hierzu natürlich den Link in der Videobeschreibung. Ja, so viel zu unseren smarten Vorhängen. Das waren sie also, 5 Smart Home Ideen, die deine Wohnung smarter machen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr alle Produkte kanntet oder welches Produkt vielleicht für euch neu war bzw. welches euch am besten gefallen hat. Ihr findet, wie gesagt, alle Produkte natürlich in der Videobeschreibung verlinkt, auch mit den jeweiligen Timestamps. Klickt euch da gerne mal rein, falls ihr Interesse an einem Produkt habt. Über die Links kaufen kostet für euch natürlich keinen Cent mehr, unterstützt den Channel aber ungemein. Ich bedanke mich ansonsten an der Stelle recht herzlich fürs freundliche Zusehen, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid. Folgt mir auch gerne auf Instagram, RealVanix, und wir sehen uns schon beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut und bleibt alle gesund. Ciao, ciao.